Tag. Wer bist du? Ich bin Sean, 25 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Hallo Sean. Hi Sean. Das war super cool. Du bist ein Künstler. Du hast eine Band oder du machst viele Live-Performances oder was? Ich habe gar keine Live-Performances. Also die letzte ist ein Jahr her. Ich bin eher Singer-Songwriter und produziere für mich selber oder habe früher viel für mich selber produziert. Wow. Oh, krass. Dann wird es aber Zeit. Man hat das Gefühl, du warst total sicher in dich. Weil vor allem, wenn man vor so einem Publikum in so einer Show seine eigene Stimme so Kontrolle hat, dass die tiefe Töne so entspannt sind und so cool, weil eigentlich will jeder schreien. Es ist super spannend. Also wenn du nicht auf der Bühne stehst, dann weiß ich nicht. Was machst du denn mit diesen ganzen Sachen, die du produzierst? Was passiert halt denn damit? Ich habe nie wirklich gute Produzenten gehabt oder Leute, die mich generell richtig gepusht haben, sag ich mal. Das heißt, ich stand immer alleine da und ein bisschen natürlich limitiert irgendwie als Musiker. Aber wenn du deine eigenen Songs schreibst, in welche Richtung geht das denn? Also jetzt vom Vibe schon, was die Band jetzt auch aus dem Song gemacht hat, auf jeden Fall. Können wir vielleicht eins hören? Hast du Bock irgendwie so auf eine Akustik uns einmal? Ja, Mann. Ja. Ja, why not? Oh, fuck. Ich glaube, ich habe sie sehr verstimmt, dadurch, dass sie auf den Boden geschmissen haben. Ja, habe ich. Works. I had a girl, I was in love for a long time. The tangled love ran out of air till she unwinded herself. Managed to escape, but cursed the universe for taking all that was mine, for leaving me to die. I'm in need of advice, need of a guide to let me alive through the night, to be by my side. Show me the way to love inside. Take on my hand, I'm ready to die. Show me the path into the light. But it's up for show me the way. Alter. Also
gerade gelächelt hast, du hättest es nicht selber sehen sollen. Es hat gerade so gestrahlt. Ja. Das ist richtiger Rockstar, also for real. Der Song ist wirklich genauso, wie ein Song sein sollte. Also du hast angefangen. Alles war klar. Das Allerwichtigste beim Song ist der erste Satz, damit man reinkommt. Das war wunderschön. Die Mädels, ich muss den Puls checken ganz kurz, ob die noch da sind. Ich habe sowas so noch nicht gehört in dieser Staffel. Und für mich bist du wirklich einer der größten Favoriten, die hier gerade da sind. Ja. Packt da mal jemand auf. Sean. Ich glaube, alles, was es bis jetzt gesagt hat, hat dich überhaupt nicht beeindruckt. Ich glaube, du interpretierst zu viel in meiner Mimik. Ja, ich kenne dich auch nicht, aber du beeindruckst mich total. Diese eigene Lied, die du jetzt von dir selber gespielt hast, that's the shit right there. You know, Jack Johnson, Post Malone, Like You Wanted. Und ich finde einfach, du brauchst halt ein Team, die an dich glauben. Und ich glaube an dich, Samu glaubt an dich, glaub an uns, komm in unser Team, bitte. Es ist nicht leicht, hier zu stehen und eine Entscheidung zu treffen. Sean, glaubst du, du kannst The Voice of Germany gewinnen? Was denkst du? Ich glaube, ich habe das Potenzial, ja. Geil, that's the spirit, man. That's the spirit. Wenn du... Warum steht das? Ich freue mich. Ich glaube das auch. Wir glauben das auch. Ihr richtiges Team. Mit Mark, mit Ladies, mit Nicodemus. Es ich glaube, ich gehe zu euch beiden. Yeah! Yeah. What? Julio, how about this stuff? I didn't get it.